Herzlich willkommen, Gisela Kapitän. Sie betreuen den Nachlass von Martin Kippenberger. Wir sind hier inmitten von The Happy End of Franz Kafkas Amerika, zwischen weit über hunderten Möbelstücken, Objekten, die hier in Dialogsituationen arrangiert sind. Gleich die erste Frage, was ist das hier überhaupt? Ist das ein Einzelwerk, eine Großinstallation? Ist das eine Ausstellung? Wie hat Kippenberger das gesehen? Ja, Kippenberger wollte das als Ausstellung gesehen haben und für sich auch so definiert haben. Und für ihn war es eine Ausstellung, denn das Ganze besteht ja aus allen Elementen, die er über eigentlich sein gesamtes Kunstschaffen hin entweder eingesetzt hat, für sich entdeckt hat, verwendet, verwertet, umgesetzt, verdreht hat, in andere Zusammenhänge gestellt hat. Und bei Kippenberger gibt es ja immer dieses große Credo, die Kunst ist das, was man lebt, oder man lebt die Kunst, oder man schöpft in der Kunst auch aus dem, wie man das Leben führt. Also es ist eben nie davon losgelöst. Und so ist dann letztendlich auch das Thema des Tisches und der Stühle oder die Kombination Tisch-Stuhl ein entsprechendes, immer wiederkehrendes, alltägliches Ritual, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzt. Und was findet da statt? Das findet ein immer wieder neu gefasster Dialog oder ein Gespräch mit einer anderen Person, mit mehreren Personen statt, denen sie etwas vermitteln wollen, die sie überzeugen wollen, mit denen sie sich streiten oder mit denen sie lachen, mit denen sie sich freuen. Also das sind ja alle Elemente, die in ihrem Leben vorkommen. Und so sind letztendlich auch die Bestandteile dieser Arbeit aus allen Bereichen geschöpft und nicht nur aus dem Häuslichen, sondern natürlich aus allen großen kulturellen anderen Bereichen auch. Jetzt widerspricht das ja vielleicht ein bisschen so der langläufigen Meinung zu Kippenberger, dem ja immer Spontanität und Schlagfertigkeit nachgesagt wurde, der ein großer Texter war, auch von Werktiteln und Wortschöpfungen. Eine war ja heute denken, morgen fertig. Ja. Wenn man das Werk jetzt sieht und die Entstehungsgeschichte dahinter kennt, also das über viele Jahre zusammenstellen, da baut er sich ja so einen eigenen Kosmos auf, auch ein eigenes Referenzsystem, was man vielleicht so nicht unbedingt direkt mit Kippenberger assoziieren würde. Aber was fasziniert Sie denn an dieser Arbeit am meisten? Das hat beides in dem Zusammenwirken eine Faszination für mich. Einmal das, was Sie selbst schon erwähnt haben, diese Art Künstlerbiografie, die sich da aufschlagen lässt, von den Anfängen seines künstlerischen Schaffens bis zu dem, was er aus dieser immer wieder aufeinander sich beziehenden Thematiken schafft an einem großen Bild, an einer riesigen, wie sagt man, fast einem riesigen Wimmelbild, in dem sie alles finden können, was eigentlich jemals begonnen, gedacht, überlegt, geschaffen und entwickelt hat. Und ob das nun, wie gesagt, diese Dia-Karussell-Projektion auf einem leeren Buch sind oder ob es dann Malereien sind, die da hinten in dem silbergestrichenen Schreibtisch eingelegt sind, die sie rausziehen könnten wie aus einer Schublade, oder ob es dann hier an diesem Tisch diese unglaublich aberwitzige, wie soll man sagen, fast Gegenüberstellung oder ein Kulturclash ist zwischen dem billigsten Material, aber angeblich vom Papst gesegneten Pressspanplatten, und da sitzen sich eben zwei Figuren, vermutliche Wasserträger aus Bali, gegenüber. Also das sind einfach nochmal so Konfrontationen, die er in seiner Kunst und in seinem gesamten Werk auch immer wieder gesucht und entsprechend auch provoziert hat. Jetzt nimmt Kippenberger explizit im Titel Bezug auf ein Romanfragment von Franz Kafka, Amerika, der Verschollene. Da erzählt Kafka die Geschichte von Karl Rossmann, einem jungen Immigranten aus Europa, der in die USA kommt, zunächst bei einem entfernten Onkel wohnt und dann durch Irrung und Wirrung streift, bis er eines Tages ein Plakat sieht, das Plakat von dem großen Theater von Oklahoma, und da steht dann sinngemäß drauf: Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns. Jeder ist willkommen, jeder ist ein Künstler. Aber dann steht auch drunter: Verflucht sei, wer uns nicht glaubt. Ein Stück weit frage ich mich, hat das auch was mit Kippenberger zu tun? Also diese Sehnsucht, irgendwie anerkannt zu werden, anzukommen, aufgenommen zu werden in die Künstlergemeinschaft. Wie würden Sie das heute sehen? Eindeutig. Es hat ganz klar mit Kippenberger zu tun. Es gibt ja dieses wunderbare Buch seiner Schwester, Susanne Kippenberger, Kippenberger und seine Familien. Dieser Wunsch nach einem Ankommen, der Wunsch nach einer Idee von Heimat oder nach einer Familie oder einem Zusammenhang. Andererseits ist dann natürlich auch genau diese Figur und dieser Roman oder dieser unvollendete Mann wie symptomatisch für das, was Kippenberger auch gelebt und gearbeitet hat. Es
es gibt immer einen offenen Zustand. Es ist nie ein absolut glückliches Ende zu erkennen oder zu erfahren oder auch nur zu erspüren. Und man arbeitet einfach das so lange durch, bis man etwas geklärt oder aber auch noch nicht geklärt hat. Er hat es nie geschätzt, wenn es Ausgrenzungen gab. Und auch gerade in der Zeit, in der er als Künstler letztendlich seine ersten großen Erfolge hatte, war es doch nicht so, dass der Künstler so akzeptiert oder gesellschaftlich so abgesichert ist, wie er heute ist. Also es gab immer eine prekäre Situation oder eine immer weniger gesicherte Situation, sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich. Und ihm war das völlig klar. Und es gibt einige Bildserien oder einige Werkblöcke, die sich sehr, sehr explizit auch damit befassen, mit diesem Wertesystem, aber auch mit dem Betrieb des Kunstmarktes einerseits, dann oder das eigene Schaffen und in welchen Grenzen bewegt sich das oder welche Grenzen will ich öffnen oder zerstören oder welche Territorien, die abgesteckt zu sein scheinen, wie das, was in seiner Generation oder in der Generation vor ihm stattgefunden hat, wie breche ich die auf? Ich will nicht nur reine Malerei betreiben, ich will mich nicht nur auf das Thema Skulptur konzentrieren müssen, ich möchte einfach alles anfassen können oder alles das einsetzen können, was ich für richtig wichtig und in dem Moment für mich ergiebig halte. Jetzt gibt es die Legende oder die Ungewissheit, ob Kippenberger dieses Buch von Franz Kafka überhaupt gelesen hat. Einmal sagt er in einem Interview, man las nicht, man ließ sich erzählen, sinngemäß. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, was hat Kippenberger so an dem Medium Buch fasziniert? Da gibt es eine wunderbare Familientradition. Und der Vater war ein sehr kreativer, sehr produktiver, fast besessener Bücherproduzent, der alles in irgendeiner Art und Weise per Buch oder Katalog erfasst hat. Und zu all diesem wurden die Kinder aufgefordert, Beiträge zu leisten. Entweder kleine Aufsätze zu schreiben oder Zeichnungen herzustellen. Es waren alle Geschwister immer involviert, sobald sie das konnten und sobald sie in der Lage dazu waren, mit auf die Reise zu gehen, mit den Ausflug zu unternehmen. Und so ist es im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit für ihn gewesen, dass dieses Medium Buch ganz, ganz entscheidend ist und ihn immer begleitet. Andererseits, oder sagen wir mal, diese Idee und diese Liebe für das Büchermachen und diese Faszination trug sich dann natürlich fort. Er war sich ja bewusst und auch durch die Familie verstärkt, er ist Künstler von Anfang an. Und als Künstler will man natürlich das dann auch in ein Buch gefasst sehen. Und dieses besondere Gefühl auch für Bücher hat sich bei ihm spezifisch auch nochmal in Berlin so gezeigt, dass er sich sehr stark für den Dadaismus interessierte, beziehungsweise eben auch sehr intensiv Bücher gesammelt hat zu den Dadaisten. Und gerade diese Kombination, die Sie vorhin auch erwähnt haben mit Titel für Bilder und Gemälde, diese Kombination von Sprache, Bild hat ihn dann natürlich fasziniert. Und das war für ihn auch so eine extreme, fruchtbare Inspiration. Und am Ende war es natürlich aber auch der absolut klare, eindeutige und auch auf eine, sag mal, spätere Zukunft hingedacht, aber auch für den Markt orientierte Idee der Dokumentation. Ich dokumentiere mein Werk. Ich will, dass man das, was ich hier schaffe, auch später sehen kann. Es hatte einfach auch diesen ganz klaren Gedanken, dass man das nicht verloren gehen lässt. Ich finde, wenn wir aus heutiger Perspektive drauf schauen, da kommen ja noch ganz andere Bilder. Also von Notarchitekturen, Behelfsarchitekturen in großen Arenen, Sportplätzen. Also eigentlich so Situationen für Menschen in Extremsituationen. Wir denken, also ich denke da vielleicht an die Flüchtlingskrise und die Aufnahmestationen, die da ganz schnell improvisiert hergestellt werden mussten. Oder wenn wir es so jetzt ganz aktuell sehen wollen, könnte man auch an Impfzentren und Testzentren denken, die in irgendwelchen Messehallen oder Sporthallen irgendwie improvisiert aufgebaut werden. Also diese Assoziationen schwingen da bei mir mit. Glauben Sie, dass wir Kippenberger heute anders sehen, dass die Rezeption von diesem Werk sich auch verändert mit der Zeit? Das muss sich verändern. So ein Werk darf nie alleine das widerspiegeln, was es in seiner Zeit gewesen ist. Und diese
gigantische Arbeit. Diese Ausstellung ist ja ein offenes Modell. Es ist ein offenes Denkmodell, ein offenes Aktionsmodell. Es ist auch von ihm bewusst so angelegt, dass es sich immer wieder auf den Ort einlässt, an dem es stattfindet. Nicht umsonst sind ja jetzt bei dieser Inszenierung Möbel aus der Villa Hügel mit eingebracht worden. Vielen Dank an die Villa Hügel. Und er hatte das auch in der ersten Ausstellung so gehandhabt, dass aus der Sammlung des Museums in Rotterdam eben auch bestimmte Gegenstände, Möbel, aber auch ganz einfache andere Dinge aus den Fluren, aus den Büros der Mitarbeiter gesetzt worden sind. Es gibt eben auch da keine Hierarchie, es gibt da auch kein Ausgrenzen. Insofern sehe ich das schon als eine absolut legitime Form der Interpretation zu sagen, das hat auch mit heutigem zu tun. Denn wenn ich jedem sage, jeder ist willkommen, dann heißt das was. Aber er hat sozusagen nicht nur seine eigene Arbeit hier mit einbezogen, sondern auch die anderer Künstler. Das waren dann teilweise Geschenke an ihn, teilweise auch Tausche, teilweise auch Käufe, die er hier verarbeitet. Mhm. Wie ist das mit der Autorschaft da, wenn auf einmal Werke anderer Künstler von Kippenberger einfach so angenommen wurden und mitverarbeitet wurden? Da gibt es zwei Wege auch bei ihm. Da gibt es den frühen Weg, den er schon früh oder den er in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre beschritten hat, nämlich einen professionellen Plakatmaler für Kino-Werbeplakate zu beauftragen, für ihn Gemälde herzustellen nach seiner Vorlage. Das war die eine Idee, die Autorenschaft in Frage zu stellen und zu sagen, es gibt heute andere Methoden. Es gibt nach Warhol einfach auch ein Bild, was woanders herkommt und was nicht von mir kompositorisch selbst geschöpft wird, sondern was ich entweder als Fotograf selbst schieße oder was ich finde in Medien, in Magazinen, in Zeitschriften, wo auch immer. Und dann gibt es dieses andere Momentum, das hat sich eigentlich so eher in den 90ern herauskristallisiert, dass er sagte, und da ist ein sehr schönes Zitat von ihm in etwa so, ich habe nochmal über die Kunst nachgedacht. Sie muss nicht gut oder schlecht sein, sie muss für sich stehen und ich nehme das Werk eines Künstlers, dessen Arbeit ich besonders gut finde, auf in das, was ich zeigen möchte. Und wenn ich es mir leisten kann, kaufe ich es und wenn ich mit dem Künstler tauschen kann, tausche ich es. Aber ich integriere das in meinen Kosmos. Und lasse es aber dann als eigenständiges Werk auch gelten und zeige so, dass parallel zu meiner Welt auch noch andere Möglichkeiten existieren, die dann aber einen Beitrag leisten oder nicht nur einen Beitrag leisten, sondern einen Teil eines Mosaiks bilden, den er wie hier zum Beispiel auch aufbaut. Mich erinnert das ja auch so ein bisschen an die Idee der sozialen Skulptur. Vielleicht kann man das auch so interpretieren. Mhm. Jetzt haben wir in diesem Jahr großes Beuys-Jubiläum. Mhm. Wie hat sich Kippenberger eigentlich zu Beuys gestellt in diesem Zusammenhang? Ich weiß von seiner sehr großen Anerkennung diesem Künstler gegenüber und von dieser Respekt vor dieser unglaublichen Produktivität von Joseph Beuys, aber auch die Tatsache, dass Beuys so extrem bekannt war bzw. sich bekannt gemacht hat, durch diese endlosen Möglichkeiten, da ein kleines Multiple Dot, ein kleines Multiple Dot, eine Karte da oder dieses zu erwerben, also kleine Ephemeras für sich zu erwerben, das hat ihn mehr als fasziniert. Und eines der ersten Erlebnisse, die ich mit ihm in Berlin hatte, in der Fabrik da oben, war, dass er von der Schließung einer Galerie, die Galerie René Bloch, zurückkam mit einem kleinen Plastikbeutelchen, in dem ein Stück der Galeriewand mit einer Unterschrift von Joseph Beuys eingelegt war. Und das hat absolut, also das war für ihn das Tollste, ne? Die Idee. Man schließt eine Galerie, man zerschlägt sie, Beuys signiert es und schon wird nochmal ein Objekt daraus und nochmal ein verwertbares kleines Kunststück. Also das hat ihn eigentlich zeitlebens begleitet und so hat er sich ja letztendlich auch in einigen Zeiträumen so entsprechend verhalten. Es war ja immer entscheidend, dass ein Plakat entsteht zu einer Ausstellung, unabhängig jetzt von den Katalogen und den Büchern. Aber es gab ja auch eine ganze Sammlung von Multiples und anderen kleinen Objekten, die eben möglicherweise oder möglich waren, anders zu vertreiben als das große Kunstwerk.
Das ist da mit dem Besen, ne? Besen, Besen war es gewesen. Mhm. Literatur spielt ja nicht nur jetzt in Bezug auf Kafka eine Rolle, sondern es gibt auch ein Objekt, vor dem wir jetzt stehen, was mit einem anderen großen Literaten zu tun hat, mit dem er sich beschäftigt, den er vielleicht auch in Bezug setzt. Was steckt hinter diesem Tisch? Zum einen diese auch so extreme Faszination für Robert Musil und den Jahrhundertroman Der Mann ohne Eigenschaften. Er wurde einmal kurz gefragt von einer Regisseurin, ob er die Hauptrolle in dieser Verfilmung des Romanes spielen wollte, der natürlich nie zustande kam. Dieser Film wurde nie gedreht. Aber allein die Tatsache, dass man ihm so etwas anträgt, war der Grund, sich damit ein bisschen anders zu befassen. Und die Tatsache, dass jemand ein Werk in einem so langen Zeitraum wie Musil diesen Roman oder diesen fragmentarischen Roman verfasst hat, war für ihn auch eine Art Begründung dafür, dass man immer wieder zurückgreift, dass man nie etwas komplett beendet hat und dass er das aber auch nie aufgegeben hat und dass er bis in die letzten Tage Jahre einer absoluten Armut das durchgeführt hat und noch nicht mal zu Ende geschrieben hat, einfach aufhören musste. Das ist für mich auch wie so eine Art Parabel oder nicht gerade ein Vergleich, aber es hat natürlich auch mit einer gewissen Literarisierung des Gesamtwerkes von Kippenberger zu tun, die ich ja auch immer in vielen ablesen kann. Und insofern war es entscheidend, dass auch wenn der Titel auf Kafka bezogen ist, dass Musil seinen Tisch hier hat. Jetzt ist das nicht nur ein Nachbau von dem Tisch, an dem Musil angeblich Der Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat. Wie eigentlich in allen Konstellationen hier in der Installation, kombiniert er es. Er kombiniert es mit zwei Stühlen, er kombiniert es hier noch mit einem Lampenobjekt von Cosima von Bonin und einer Vase, die er, soweit ich weiß, in der Mojave-Wüste erworben hat. Ja, das ist irgendwo in irgendeinem fernen Teil der Welt entstanden. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, was ihn daran fasziniert hat, außer dass es dieses aufgebrochene, krustige Stück ist. Ja, es erinnert dir vielleicht an ein entstelltes Gesicht, könnte man jetzt interpretieren. Könnte auch das sein. Ich weiß nicht, ob ihn das interessiert hat. Aber neben der Ausstellung, hier haben wir ja eine große Publikation erarbeitet, die im April erscheint. Und dank Ihrer Unterstützung und Lisa Franzen vom Nachlass sind wir allen Geschichten hinter diesen Objekten hinterhergegangen und haben sozusagen die biografischen Verweise auf Kippenberger, aber auch die literarischen, kulturhistorischen, designtheoretischen Verweise aufarbeiten können. Und insofern kann man sich das hier vielleicht auch vorstellen wie eine riesengroße Erzählung in 50 Kapiteln, analog zu diesen 50 Tischstuhlensembles, die man hier sehen kann. Genau so. Perfekt.